heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Mousse au Chocolat herstellen könnt. Ich habe ein wirklich tolles Rezept für euch mit untergehobenem Eiweiß und die Mousse ist einfach wirklich schön luftig. Also bleibt dran, es lohnt sich. Hi Leute und herzlich willkommen zu Simply Sweet TV. Mein Name ist Marc und ich zeige euch heute, wie ihr eine wunderbar luftige Mousse au Chocolat machen könnt. Was braucht ihr dafür als erstes natürlich? Die Zutaten. Ihr braucht 200 Gramm dunkle Schokolade. Sei es jetzt 50, 60, 70 Prozent, das ist eigentlich egal. Je höher, desto besser ist es natürlich und besser schmeckt es auch. Dann braucht ihr 5 Eiweiß, 5 Eigelb, 140 Gramm Zucker und 150 Gramm Sahne. So, kommen wir zu den ersten Schritten. Was machen wir als erstes? Als erstes nehmt ihr euch einmal die Schokolade. Die könnt ihr entweder, habt ihr schon fertige Drops oder ihr nehmt euch einfach eure Schokoladentafel und hackt die einmal grob klein. Gebt das Ganze in eine Metallschüssel. Jetzt habe ich hier schon mal einen Topf vorbereitet. Der steht bei mittlerer Hitze auf, damit wir die Schokolade schön schmecken. So, wenn eure Schokolade jetzt hier fertig geschmolzen ist, könnt ihr die einfach einmal an die Seite stellen. Wichtig ist, dass ihr nachher schaut, dass wenn wir die Mousse au Chocolat komplett zubereiten, dass die Schokolade so über 35 Grad haben sollte. Warum? Klar, die Kakaobutter in der Schokolade unter 35 Grad fängt die an wieder fest zu werden. Deswegen einfach schauen, dass die Schokolade beim Verarbeiten über 35 Grad ist. Dann haben wir keine Probleme beim Verarbeiten. So, deswegen, wir stellen sie jetzt einfach hier an der Seite, lassen sie einfach einen kurzen Moment stehen. In der Zeit schlagen wir uns schon einmal die Sahne auf. So, hier könnt ihr dann einmal die Sahne rausnehmen. Füllen wir uns die einmal hier um. Mal ganz kurz abwaschen. So, jetzt haben wir die Schokolade haben wir parat stehen, die Sahne haben wir bereit. Jetzt können wir das Eiweiß mit ungefähr ein Drittel des Zuckers aufschlagen. So. Wichtig ist dabei auch, dass ihr wirklich schaut, dass das Eiweiß nicht zu sehr aufgeschlagen wird. Weil ich sag mal, nach gut aufgeschlagen kommt immer dieses, ja, das ist so einfach nur noch mega fluffig einklumpen und das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass das schön zum Vogelschnabel aufgeschlagen ist. Ich zeige euch gleich einmal die Konsistenz, wie es in etwa aussehen soll, aber dass es nicht überschlagen ist. So, und genau so sollte die Konsistenz auch sein. Wirklich zum Vogelschnabel, sprich, wenn ihr es hier so hinhaltet, dass ihr das seht, dass es wie so ein Vogelschnabel ist. Das Ganze füllen wir uns jetzt auch noch um und stellen uns das auch einmal kurz an die Seite. So, zu guter Letzt fehlt nur noch Eigelb und Zucker. Das Ganze jetzt auch einmal noch schön aufschlagen. Könnt ihr jetzt hier auch schon den Schlesinger nehmen von der Schokolade, da wir das ja eh gleich alles vermengen. So, kommen wir zum finalen Prozess. So, wir haben jetzt hier unseren aufgeschlagene Eigelb-Zuckermischung. Da geben wir jetzt einmal die Schokolade dazu.
das Ganze jetzt wirklich einmal schön ordentlich verrühren. So, dann erstmal einen kleinen Teil vom Eiweiß runterheben. Dann den Rest. Und et voilà, fertig ist unsere Mousse au Chocolat. Ja, das war es eigentlich auch schon. So einfach ist die Mousse au Chocolat herzustellen. Wir werden das Ganze jetzt noch schön in kleine Gläschen umfüllen. Ihr könnt das Ganze natürlich so auch einmal komplett kalt stellen und dann später Nocken davon machen. Aber wir werden jetzt hier Gläschen abfüllen. Wenn ihr keinen Spritzbeutel zur Hand habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch ganz normal mit einem Löffel machen, das ist gar kein Problem. So, einfach einmal das Ganze schön einfüllen. Ja, so einfach ist das Ganze. Jetzt stellen wir das noch kalt für ungefähr 2 Stunden und dann können wir auch ans Dekorieren gehen. Ich würde sagen, auf in die Kühlung. So, um es mit den Worten eines sehr bekannten Kochs mal zu sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Damit die Mousse hatte ich jetzt 1,5 Stunden im Kühlhaus, geht natürlich übers Zeitraffer wesentlich schneller. Und ja, ich würde sagen, wir können das Ganze auch schon ausdekorieren. Ich habe jetzt hier einfach mal ganz klassischerweise ein paar Physalis. Können wir einfach schön ein bisschen reinstecken. Kleine Schokoladendeko. So, haben wir hier noch ein paar Knusperperlen. Und fertig ist das Gericht auch schon. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da oder abonniert auch gern. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was als nächstes passiert. Macht's gut und bis dann, euer Marc.